Fantastisch! Eine neue Folge Jazzwalk TV steht ins Haus. Für euch und für uns. Für uns natürlich. Ja. So, und als erstes müssen wir uns bedanken bei Dieter Müller aus Paderborn. Richtig. Ne? Ja. Der hat genau das Richtige gemacht. Wir kriegen immer CDs geschickt und so. Der hat uns mal einfach 2 Dosen Bier geschickt. Ja, herrlich, Leute, oder? Ihr müsst auch daran denken, wir müssen auch was trinken und was essen. Ja, ne? Und der hat uns ein Bier geschickt aus Paderborn. Und das heißt so wieder Georg mit Nachnamen. Also das heißt nicht Georg, sondern das heißt Pilger. Ja, richtig. Paderborner Pilger, naturtrüb. Und mild süffig. Ja, Mann, das klingt ja schon mal gut. Das ist ein typisches Merkmal von mir. Oder? Aus der Domstadt an der Pader. Habe ich eben Domstadt schon gesagt. Stadt, Land, Fluss, Fluss mit P. Pader. Merkt euch das. Ja, du kommst jetzt ganz groß raus von deinen Kindern. 25 Punkte. Glaubt dir erstmal keiner, dass hier existiert, aber dann sagst du, da gibt es sogar ein Bier. Ja, herrlich, oder? Ja, hervorragend. Sollen wir mal aufmachen? Ja, mal natürlich. Gucken, was da rauskommt. So. Oh, herrlich. Also, oh. Dieter. Vielen Dank fürs Vielen Bier. Dank. Haben uns sehr gefreut. Oh, geht schon so. Oh ja. Gut, hör mal. Das stimmt, was Kann aber was, oder? Naturtrüb, mildsüffig und bernsteinfarben. Ja, das sieht man ja. Mit ausgesuchten Hopfensorten und erlesenen Malzen. Schmeckt gut. Ja, sehr gut. Leute, trinkt Pilgerbier aus Paderborn. Ja, also wenn ihr jetzt irgendwie irgendwo wohnt, wo es ein Schmitzbier gibt, ja, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Wir nehmen aber auch alle anderen Sorten. Wir nehmen uns dann einfach um. Kein Problem. Dann bin ich halt nächstes Mal Ralf Erdinger oder was euch so anfällt. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut über dieses Präsent. Ja. Ne? So, jetzt sind wir gut drauf, nach einem Stück Bier und haben ein paar CDs hier liegen. Wollten ja, nochmal, weil es gerade aus aktuellem Anlass, auf Aileen hinweisen, die bei uns ja bei Jam in the Basement zu Gast war. Und jetzt ist B-Side, ist veröffentlicht, ihr könnt sie kaufen. Ist wirklich ein hervorragendes Album, echt empfehlenswert. Freund von mir hat es auf Heavy Rotation, kommt das da ganz von gar nicht mehr raus. Also hört rein, ist auch bei Spotify und so weiter. Aber ich würde sagen, kauft die Platte. Ist wirklich auch schön gemacht. Ja, klasse, klasse. Und ja, und wenn ihr es nicht gesehen habt, aber unser Jam in the Basement mit Aileen und ihrem Trio hat ja auch super eingeschlagen. Ne? Also irgendwie, das ging ja dann sofort irgendwie rund. Also das hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass unsere neue Idee, hier Bands irgendwie im Studio zu haben, so eingeschlagen ist. Ne? Also tatsächlich. Und wir kriegen fast jeden zweiten Tag einen Anruf oder eine E-Mail. Können wir nicht auch bei euch spielen und so? Obwohl wir erst 2 Folgen rausgehauen haben. Ne? Ja, wir haben noch ein bisschen was auf im Schnitt liegen. Ja, also die nächsten Folgen für euch mit weiteren Jams hier sind schon quasi aufgezeichnet. Also wir können ja, ohne jetzt zu viel zu verraten, haben wir schon die nächsten 2 sind quasi schon aufgezeichnet. Mhm. Und die nächsten sind schon in der Planung, die Termine stehen. Also da wird es auf jeden Fall lustig weitergehen und das finden wir auch einfach grandios. Also das macht einfach auch super Spaß hier mit den Leuten, wenn die hier spielen. Ja, ja. Und die machen sich ja richtig Mühe, die schleppen ihr Equipment runter in unseren Keller und so. Ne? Und wir machen da ein bisschen Soundcheck und klingt auch bisher anständig, was wir da aufgenommen haben. Und ja, bei der Gelegenheit nochmal danke an Martin Ernst von MUXTV, über die ihr uns auch sehen könnt, muxx.tv. Im Internet, Fernsehsender im Internet und Martin hat uns beim ersten Mal geholfen, hat ein paar gute Tipps gegeben. Wir haben dann neues Equipment gekauft und jetzt können wir das auch. Genau. Ne? Und wie du sagst, ne, jetzt irgendwie eine der letzten Anfragen, die kam dann auch so, hör mal, irgendwie ist das ein Problem, wenn ich ein großes Rhodes mitbringe, ne? Kann ich das da irgendwie, passt das bei euch im Keller? Also klar, die Leute bringen alles mit. Rhodes passt. Und Rhodes ist für dich sowieso immer willkommen. Ne? Ja. Könnte ich jetzt gleich mal fragen, wo ist er nicht? Was ist mit deinem zweiten Rhodes? Das ist beim Rhodes-Bauer. Piano-Service seit anderthalb Jahren. Rhodes-Bauer. Aber er beeilt sich. Nee, ich muss mal mit dem telefonieren. Ja, aber ich habe auch jetzt, bei Superstrat habe ich ja oft mein Rhodes live mitgenommen, ne? Ich habe das jetzt nochmal ins Auto gewuchtet. Ey, das ist schon ein Monster. Und jetzt habe ich gedacht, mein Gott, eigentlich nehme ich es, glaube ich, nicht mehr mit. Ein Nordpiano macht auch gute Sounds. Ja, der macht auch gute Sounds. Das ist für Laien ja gar nicht zu unterscheiden. Es geht ja nur um das Gefühl,
wenn man an so einem Ding dann sitzt, aber es ist auch schweißtreibendes Teil. Ja, aber es ist natürlich schon irgendwie auch eine besondere Stimmung. Ne? Also wir haben jetzt eine der nächsten Jams, die wir schon aufgezeichnet haben, war hier auch bei uns, ne? mit einem Rhodes, Akustik-Bass und irgendwie Schlagzeug-Percussion. Das ist schon irgendwie natürlich ein Hammer-Sound. Ne? Ja. Also, ja. Ist aber so. Die Schlepperei ist auch ist halt da. Also ich suche einen Rhodi. Was? Du suchst Rhodi? Ich suche einen Rhodi zum Rhodes schleppen. Super Strat Rhodi. 2 Bier gibt es als Gage pro Abend. Ja, so wie hier, so wie hier, oder? Muss ich noch schön nach Hause fahren, damit ich 3 Bier trinken kann. Ja, also kannst ja mal gucken, ob sich jemand meldet. Gut. Okay, so. Jetzt aber zum Ernst der Sache. Hier, neue CDs sind ins Haus geflattert. Wir haben gedacht, wir machen mal das, was irgendwie gerade hier so angekommen ist. Und ich hatte eigentlich gesagt, komm, wir machen mal irgendwie Sachen, irgendwie deutsche Sachen. Ne? Jetzt haben wir schon festgestellt eben, naja, so viel, das kommt zwar aus deutschen Landen, aber sind natürlich auch wieder internationale Leute dabei. Aber ich finde das irgendwie gut, wenn irgendwie Sachen hier irgendwie aus der Ecke kommen und wir nicht jetzt immer irgendwie Jeff Lorber und irgendwie... Wir müssen nicht immer die Steve Amerikaner Gatt und was, was ich vorstellen. Nein, nein. Es gibt so viel tolles Zeug, was hier rauskommt. Gute Musiker, die und, hier bei uns in die Ecke wohnen und hier aufnehmen und so. Genau. Ne? Also wir wollen mal anfangen mit, ich bin nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Es wird geschrieben Funk Q Bello. Ne? Also Funk dich Hund oder funk so. Funk dich Hund. Funk Q Bello. Das irgendwie alles doch übersetzen. Oder? Auch eine sehr coole Platte, heißt Intergalactic. Ja. Und ist hier bei Aachen aufgenommen worden und die Helden kommen aber aus weiten Teilen Europas, aus Polen, aus Hamburg, er ist aber auch aus Tschechien ursprünglich, also der Wojtek Pilichowski, wenn ich es richtig ausspreche, ist Bassist aus Warschau. Dann haben wir Jiri Halada, ein Saxophonist, der in Hamburg lebt, aber aus Tschechien stammt. Dann haben wir Loredana Todor-Sapcu, sie ist... anscheinend lebt sie auch in Hamburg, ist aber ursprünglich aus Rumänien. Dann haben wir Daniel Sapciu und der ist wohl, ja, ist zumindest in Lübeck zur Uni gegangen. Und, also wie gesagt, dieses also, Konglomerat von irgendwie Leuten, die hier in Deutschland vielleicht gelandet sind oder aufgewachsen sind und einfach hier irgendwie ein sehr cooles Fusion-Album rausgebracht haben. Natürlich schon, wie ich finde, sehr gefärbt von natürlich auch dem Bassisten, der sehr manchmal im Vordergrund ist. Aber ich finde es ein sehr cooles Ding. Und hör mal, bevor wir jetzt noch weiter uns verquatschen, hören wir erstmal rein, oder? Gerne. Und wir haben mal gesagt, wir spielen den ersten Track, damit ihr mal wisst, worum es hier geht. Thank you.
Ja, hör mal. Gutes Ding, oder? Absolut, absolut. Also gefällt mir sehr gut. Ist quasi noch warm. Also die haben wir jetzt gerade die Woche bekommen. Also ich bin jetzt gar nicht sicher, ob sie schon verfügbar ist oder das erst noch verfügbar wird. Ist auf jeden Fall, finde ich, ein cooles Highlight hier aus deutschen Landen auch. Mhm. Ne? Also klar, da kommen die Leute natürlich jetzt hier so ein bisschen irgendwie seit längerem Deutschland und kommen aus irgendwie aus Europa. Aber finde ich sehr cool. Sag mal, was hast du denn da gerade gelesen? Du hast doch gerade gelesen, hier irgendwie Wojtek. Achso, ich habe mich schon wieder geoutet, dass ich jetzt diesen Bassisten gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ja. Der hier schon Millionen Platten verkauft hat. Ne? Ja, also seit 1994 hat er 14 Soloalben schon rausgebracht, der Wojtek Pilichowski. Und 3 Live-Recordings released on DVD. Junge, das klingt ja nach einer eigenen Jazzrock-TV-Folge, hat oder? Hat mehr als 100.000 Exemplare verkauft. Und he has recorded over 200 Albums, which have sold more than 6 million copies. Also ist wohl auch als Studiomusiker viel unterwegs gewesen. Es gibt so viele Leute, wir kommen ja gar nicht thank nach. You, aber thank you, Bello, ich glaube, Intergalactic. Dass man uns das wie immer nachsieht, dass wir nicht jeden Musiker auf der Welt sofort irgendwie kennen. Nein, ich sowieso nicht. Aber ich finde das immer wieder gut, wenn solche Sachen auftauchen und dann man irgendwie wieder angefixt wird und vielleicht aufgrund jetzt von dem Text nochmal anfängt zu suchen. Ja. Und dann irgendwie noch ganz viele andere tolle Sachen für genau, von den Leuten, die jetzt so da drauf sind. Ja. Finde ich immer gut. Ne? Und Kunden, die diese Platte gekauft haben, genau. Denen gefiel auch diese und so. Ja, so in dem, so machen wir das bei Jazzrock TV jetzt auch. Ne? Genau. Wenn euch das gefällt, dann das gefällt euch. Das machen wir schon. Oder? Da kommt ja immer bei uns auf der Webseite. Wenn ihr bei uns auf der Webseite guckt, dann steht ja immer Related Albums und so. Und dann kommt schon immer was Artverwandtes. Kommt immer schon was da kann man sich so ein bisschen quer durchhören. Ja. Ja, wunderbar. Zweiter Tipp, also Heileen, erster Tipp. Funky Bello, zweiter Tipp für heute. Richtig. Jetzt kommen wir zu einem Gitarristen. Der ist auch gerade hier eingetrudelt. Die Platte quasi. Er sitzt da hinten. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Amre Hamur, 8 Moments heißt die Platte, kommt aus Berlin. Eigentlich, glaube ich, aus, das haben wir eben schon gesehen, in Serbien aufgewachsen. Wenn ich es richtig verstanden habe, serbisch-syrischer Musiker, der aber schon ziemlich lange hier in Deutschland auch ist und in Berlin lebt. Und ja, der hat uns sein Album geschickt und das finde ich auch irgendwie sehr geschmackvoll, toller Gitarrist. Bevor wir jetzt weiter... Was ich auch cool finde, hier, guckt euch mal das Cover an, ne? Kann der Georg vielleicht hinterher das nochmal in groß ein. In groß. Da ist es. Und die Fotos sind auch von ihm. Die Fotos? Ja, steht hier. Ach so, der hat selber Fotos gemacht. Hamburg. Alles selbst gemacht. So wie, ja. ist so wie bei uns. Ne? Ist alles selber. Alles selbst Selfies. Gemacht. Selfie-Video. Und er hat Selfie-Fotos gemacht und hat die gut gemacht. Sieht super aus. Also, in Berlin Hot Milk Studio aufgenommen. Mixing und Mastering Robert Cummings. Robert Cummings. Irgendwie sagt mir das was. Kann mich aber auch vertun. Ist das wahrscheinlich so ein Name, den man. Aus irgendeinem Film, Nebenrolle in irgendeinem Oscar-prämierten Film. So, immer, während wir jetzt noch weiter überlegen. Ja, I need more Cowbell. Wir hören mal kurz rein, oder? Absolut. Und hören mal, was haben wir denn gesagt? Wir spielen mal hier den ersten Track. What about her? We'll be right back.
Das gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Also wie er Gitarre spielt, der hat so ein super Feeling. Ja. Spielt sehr schöne Voicings und also super Sound. Gefällt ja, mir. Sehr also, geschmackvoll. Zu Hause ja, klar. Sofort auflegen, ja. Anhören, finde ich toll. Amme, Hamu. Sehr gut. Also unsere reinhören. Natürlich genau wie die erste Empfehlung. So, jetzt hast du alles schön hier aufgebaut, was wir bisher hatten. Und jetzt kommen wir zu etwas. Das können wir nicht hier aufbauen. Nee, können wir nicht aufbauen, aber das passt so ein bisschen wie zu dem Bier und zu den CDs, die man uns schickt. Ihr schreibt uns ja auch immer E-Mails und irgendwie über Facebook, Twitter oder was weiß ich was. Und da hatten wir vor einiger Zeit auch jemand, der Björn Feder spielt hier aus Köln. Der hat uns geschrieben, hey Jungs, guck mal hier, ich finde euren Kanal cool. Ne? Ich habe auch ein Video gemacht und hat uns einen Clip geschickt. Ne? Mhm. Und dann haben wir uns ja angeguckt und haben gesagt, das ist Hammer, tierisch. Ne? Und da haben wir irgendwie direkt ein bisschen geschrieben, haben gesagt, hey mal, was ist denn das für ein Ding? Wie kommt man denn irgendwie, macht sowas? Ne? Und bevor wir jetzt zu viel erzählen, würde ich sagen, Clip ab. Wir gucken mal in den Clip rein und dann haben wir nämlich den Björn einfach mal eingeladen und gesagt, komm kurz mal vorbei und erzähl mal, was da los war. Und das sehen wir jetzt. So, Hammerclip, ne? Und herzlich willkommen hier, Björn, bei uns im Studio. Hey, ich danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Natürlich, du wohnst ja hier in Köln. Ja. Und dann haben wir direkt gesagt, komm vorbei und erzähl mal, wie es zu diesem Hammerclip gekommen ist. Ja, wie kam das dazu? Wir haben uns damals, also das Ding ist, wir sind ja alles Kumpels schon, die sich irgendwie lange kennen so und das ist so eine Clique, die, ja so, ne? Mannheim, Mainz, Frankfurt, Köln und ich bin jetzt seit 2 Jahren in Köln und ja, wir hatten irgendwie Bock, weil alle stehen so ein bisschen auf die 90er-Songs, aber fanden, dass viele Sachen natürlich so vom, so diese originale Arrangements sind natürlich teilweise echt schlimm und ja, uns war auch bewusst, dass das natürlich alles schon gibt, also wir haben da jetzt nichts Neues erfunden, ist ja klar, natürlich gibt es schon Funk-Arrangements von irgendwelchen 90s-Hits, aber wir hatten einfach Bock drauf und wollten was mit eben mit unserer Truppe irgendwie nochmal zusammen machen so. Und dann habe ich das so ein bisschen ins Leben gerufen und alle haben gesagt, hey, ich bin am Start. Wir sehen uns leider nicht so oft, weil jeder bei irgendwie verschiedenen Pop-Acts spielt und dadurch ist dann so diese Zeit, sich zusammen zu sehen, halt wenig geworden. Und
Christoph Lindner, unser Gitarrist, Christoph habe ich tatsächlich in Köln erst kennengelernt und dann haben wir festgestellt, dass wir zwei Straßen auseinander wohnen und ich habe dann Zeug von Christoph gehört und fand es total geil so. Und er hat gesagt, ey, ich hätte auch Bock drauf und wenn du willst, lass uns das zusammen machen. Und dann haben wir bei mir, das war halt das Praktische, zu Hause, ich habe auch so ein kleines Home-Studio, ne, um so Vorproduktionen zu machen, und dann haben wir uns bei mir getroffen und haben das dann gemacht und angefangen, irgendwie Songs auszusuchen. Und das war dann so noch zusammen, so ein Finden. Jeder hat irgendwie Songs reingeschmissen in den Pool von den Jungs. Und dann haben wir halt geguckt, wo kann man irgendwie den meisten Kontrast erzeugen. So, also vielleicht echt tempomäßig, groovemäßig. Dann hat Christoph fast alles reharmonisiert. Wir haben uns dann bei mir mal getroffen und haben angefangen zu reharmonisieren. Und er hat super Ideen gehabt und Sachen angeboten. Und so ist es nach und nach entstanden. Dann hat unser Bassist Markus Viehweg oder auch eigentlich hat jeder so ein bisschen sein Salz dazugegeben natürlich. Ne? Sei es irgendwie Patrick Metzger mit einer Groove-Idee oder Markus mit irgendwas und auch Max am Keyboard. Also das war echt so ein, am Anfang so jeder hat ein bisschen was mit reingeworfen und dann stand so grob die Vorproduktion und dann, dann habe ich die Arrangements geschrieben für die Band und dann haben wir uns das erste Mal tatsächlich getroffen, haben dann geguckt, wen können wir an Sängern natürlich noch mit ins Boot nehmen, um das alles irgendwie cool umzusetzen. Und dann waren wir auch total happy, dass dann die Leute auch Bock drauf hatten so. Und das war echt von Anfang an ein total großer Spaß. So, dann, ja. Und da wart ihr auch relativ schnell irgendwie mit dem Funk dabei. Also du hast ja gesagt, ihr kommt alle so aus dem Pop-Segment. Also wirklich alle Beteiligten an dem Projekt sind eigentlich eher primär so im Pop unterwegs. Ja. War dann für jeden sofort klar, hey, wenn wir da eine Funknummer draus machen, dann bin ich sofort dabei? Oder? Ja, also ich glaube, alle hatten Bock drauf. Das war ja so diese Idee. Also ich glaube, das Ding ist entstanden, als Markus Viehweg, unser Bassist, war bei mir in Köln vor einem halben, dreiviertel Jahr so. Und dann haben wir abends gesessen und haben uns ein paar Sachen angehört und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal wieder alle was zusammen machen. So irgendwie mit Patrick telefoniert und auch Max. Und alle haben direkt gesagt, klar, ey, das ist das, was wir machen, Funk, Pop, R&B, Soul, lass uns das machen. Natürlich, ich wusste, dass jeder Bock drauf hat und jeder am Start ist und ja, das größere Problem war nachher, das Ganze irgendwie die Jungs alle wieder zusammenzukriegen. Um irgendwie, wir haben dann uns einmal getroffen in Mannheim zum Proben. Und und dann vor allen Dingen, ich habe es dann mitgeschnitten, die Probe und so. Und dann wussten wir alle, hey, allein in der Probe ist auch nochmal wahnsinnig viel passiert. So live hat dann jeder nochmal was mit reingegeben. Und es war einfach so ein Riesenspaß und es hat funktioniert. Und dann war das Ding, hey, wie setzen wir das um? Also ich meine, so eine Produktion dann zu machen, die mehr oder weniger für uns zuerst mal aus Spaß irgendwie und ein Spaßprojekt war und keiner war jetzt irgendwie da dran zu sagen, wir wollen es jetzt verkaufen oder wollen es irgendwie jetzt irgendwie noch Live-Booking machen. Also wir haben gesagt, wir sind für alles offen, aber zuerst mal war es echt, ey, lass uns was Geiles machen, wo wir Bock drauf haben, dann haben wir nachher ein schönes Video in der Hand. So, das war eigentlich die Grundidee. Und dann haben wir gemerkt, dass die Grundidee natürlich, es war mir von Anfang an klar, dass das natürlich ein teurer Spaß wird und es geht nur, wenn andere Leute auch Bock drauf haben und uns Leute unterstützen, wie auch du das jetzt machst. Allein irgendwie, dass wir uns treffen, ein bisschen drüber quatschen, bringt das Ding in die Welt raus und ich wollte es unbedingt im Marwick-Studio machen, weil das war für mich so, ich mag diesen Vibe in dem Studio und dann bin ich zu Wolfgang Stach und zu Matthias Gamm und habe ihnen das vorgestellt und die fanden es auch super und ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie das unterstützt haben, sonst wäre das alles gar nicht machbar gewesen. Wir waren ja dann auch zwei, drei Tage Tag und Nacht da und auch nachher mit dem Endmix und dem Ganzen. Es war so eine entspannte Atmosphäre bei Wolfgang und ich finde es mittlerweile so, es entstehen 1000 Studios im Keller und es wird überall mitgeschnitten, aber diesen Vibe von so einem alten Studio, ich finde es so schade, dass solche Studios halt nach und nach aussterben. Deswegen war uns klar, dass wir das da machen wollen und das hat sich auch total gelohnt. Wir hatten dann noch super Kumpels am Start, die ganzen Videos natürlich gemacht haben, es war ja auch recht aufwendig und Matthias Kulo und Ludwig Zweifel so und die Jungs, das waren einfach Kumpels, die das auch hauptberuflich natürlich machen, aber die gesagt haben, hey, wir haben Bock drauf und das alles hat dann ineinander gezahnt und es wurde irgendwie immer größer und größer, aber irgendwie haben wir es alle geschafft, das dann doch
über die Bühne zu kriegen. Bis wirklich dann so, ne, ein Kumpel von mir hat ein Restaurant, hey, ich mache euch das Catering und ich will das unterstützen. Also das waren einfach so Sachen, die mir wichtig waren, weil ich habe, es war erstens für mich so ein Projekt, wo ich tatsächlich alles auch organisiert habe. Ich selbst Musiker bin und es war mir wichtig, dass meine Kumpels, wenn die dann echt nach Köln kommen und nach so, dass man sich da gewertschätzt fühlt, ne? Wenn man schon so ein Projekt zusammen macht, das dann einfach, und da gehört auch dazu irgendwie, dass gutes Essen da ist. So, ne? Also, ja, klar. Und das hat aber auch den Vibe ausgemacht. Wir hatten da echt eine geile Zeit und nachher ein schönes Projekt und sind nochmal alle irgendwie zusammengewachsen. So. Aber das hat ja auch dann so ein bisschen einen anderen, oder ist immer was anderes, als einfach nur ein schönes Audio rauszubringen, wo man genau die gleiche Arbeit vielleicht hatte. Ja. Und so transportiert man natürlich noch mal viel mehr Emotionen damit, die ihr jetzt selber dabei hattet. Aber wenn man das dann sieht, ne, dann springt natürlich auch sofort der Funke über. Absolut. Aber diese Titelauswahl, also weil du eben gesagt hast mit den Arrangements, wenn ich jetzt überlege, Barbie Girl und dann irgendwie das irgendwie reharmonisieren und dann noch ein Bläser-Arrangement oder überhaupt ein Arrangement ausmachen. Das ist natürlich auch wie eine Aufgabe oder so. Ne? Also ja, es war schon ein Aufwand natürlich. Ich meine, jeder hat so ein bisschen sein Ding dazu beigetragen. Also Christoph hat total tolle Arbeit gemacht. So. Also der hat so super Ideen gehabt, Sachen zu reharmonisieren, weil er natürlich als Gitarrist und sonst, was er so macht, genau diese Sachen so tagtäglich macht. Also das war echt schon, das hat super funktioniert. Und ich hatte dann viele Ideen, weil ich eben als Arrangeur halt viel schreibe. Hab dann meine Ideen mit reingebracht und natürlich hornsmäßig irgendwie gewusst, wie man manche Themen aufgreift. Die anderen, also wir haben Mr. Wayne als 7/8 gemacht und das kam von Patrick Metzger zum Beispiel, die Idee, dass er natürlich groovemäßig dran geht und sagt, hey, 7/8 so, probier einfach mal rum, schmeiß das in den Raum und wir fangen an, diese 7/8 Idee so ein bisschen zu fokussieren und zu reharmonisieren und wie könnte man die Melodie, ändert sich, es war auch für die Sänger natürlich eine Herausforderung, dann teilweise so eine Melodie in einem 7/8 Groove zu finden. Aber die Arrangements waren dann schon fertig, als ihr zu den Sängern, den Sänger dann so, hier, das ist das Ding. Wie waren denn die Reaktionen von den Sängern? Das fände ich immer interessant. Die fanden es super, die hatten noch total Bock drauf. Also das war, wir hatten quasi die fertige Vorproduktion bei mir gemacht und dann sind wir zu unseren Sängern und haben gesagt, hey, das und das haben wir vor, habt ihr Bock drauf? Und die fanden es mega, also das hat auch gepasst. Wir wussten auch bei den Leuten, bei Silvia Diaz, die für mich eine wahnsinnige Funk-Soul-Sänger, Pop-Sängerin ist, die dieses Hit Me Baby One More Time im Studio mega genagelt hat. So, das waren zwei Takes und ich habe da gesessen und dachte, wow. Und Marco Matthias, der dann Barbie Girl gesungen hat und irgendwie, du hattest so Gänsehaut. Und Irina, Irina war so ein bisschen für die Vocal Arrangements zuständig und hat da auch ganz tolle Arbeit gemacht und hat die meisten Sachen gesetzt und arrangiert. Also Irina war von Anfang an mit im Boot und das hat einfach alles gepasst, ja. Die haben sich dann untereinander getroffen und das Zeug fertig gemacht und Ja, aber das sind so diese Live im Studio-Geschichten. Also es geht ja im Moment, habe ich das Gefühl, so ein bisschen rund. Wir hatten jetzt so eine holländische Band hier, die hat das auch gemacht, so ein bisschen wie Snarky Puppy das mit Family Dinner und so macht. Und ich glaube schon, dass da auch einfach, wenn man spielt, eine andere Stimmung. Man hat vielleicht auch schönes Licht und so und man hat eine völlig andere Atmosphäre, die einen ganz anders irgendwie anspornt. Und dann hat man halt so viel mehr so diese Gänsehauteffekte, wenn man spielt, wenn man es hört. Und absolut. Dann also ich habe zum Schluss da gestanden tatsächlich. Wir haben das ja so ein bisschen teilweise dann auch videomäßig, mussten wir ja auch mal wieder einen neuen Take machen und ne, irgendwie, um am Anfang ein bisschen rumzuchecken, wie kriegen wir es am besten so das umgesetzt, weil wir haben ja nicht gesagt, hey, wir halten jetzt einfach mal drauf, sondern wir hatten schon vorher, ich habe mich oft mit den Filmleuten getroffen, weil ich wusste, hey, wir haben nur diese 2 Tage und wir müssen da irgendwie ein Konzept machen und die Jungs haben da auch super Arbeit geleistet und sich wirklich irgendwie ein richtiges Storyboard natürlich gemacht und aber deswegen war es oft viele Takes und es ging auch lang, dann bis in die Nacht, ne? Und wir haben gedacht, hey, so schneller, aber es ging dann doch länger, wie das immer so ist. Aber ich habe dann zum Schluss da gestanden, so als die letzte Nummer so im Kasten war und die Sänger haben dann ihr Zeug performt. So, also es war schon, hey, echt auch Gänsehaut so und war dann wirklich, es war so ein Glücksmoment. Ich war einfach glücklich, diese Leute zusammengebracht zu haben.
oder dass wir es geschafft haben, wieder mit dieser Truppe zusammen was zu machen, das war echt so ein Glücksmoment, so, der dich dann erfüllt natürlich. Mhm. Ne? So. Aber das spürt man auch bei dem Clip. Also wenn man sich das anguckt, dann springt das schon rüber, ne? Was für ein Spaß und irgendwie jeder wartet und was das für ein toller Moment dann auch war. Ne? Absolut. Also ich glaube, es gab keinen Moment im Studio, wo es irgendwie schlechte Stimmung gab oder man gestresst war. Wir hatten wirklich auch alles schon sehr gut organisiert und ich habe das schon auch probiert, so zu timen, dass wirklich keiner Stress hatte, dass man irgendwie auch genug Zeit mal hatte, um sich zurückzuziehen. Es war so angenehm auch im Marwick-Studio, dass man hatte eine Küche, man hat irgendwie so eine Sofaecke. Es war mega entspannt. Wolfgang Stach hat sich toll irgendwie kam abends, so keiner hat auf die Uhr geguckt. Hey Leute, Zeit ist abgelaufen, kennt man ja auch. Ja. War überhaupt nicht so, es war so eine mega Stimmung und wir haben abends dann zusammen noch ein Bier getrunken danach und es war einfach entspannte Zeit so und das merkt man, glaube ich, auch dann in dem Clip, wenn jeder sich gewertschätzt und irgendwie gut aufgehoben fühlt, dann hast du einfach einen anderen Vibe und spielst anders so. Ja, und da kam eins zum anderen und es hat irgendwie total Sinn gemacht. So. Super. So, und jetzt der nächste Aktion wird dann ein 80er-Titel. Ja? Wir haben tatsächlich die ganzen jetzt so, dieses Feedback war dann wirklich, hey, jetzt, ja, wann wird es live gespielt und wann kommen jetzt die 80er? Und wir lassen uns das so ein bisschen offen. Also es war schon, ich glaube, live macht es einfach, muss man mal schauen. Also ja, kann man wie vielleicht wie mal gesagt, einstreuen, wenn es irgendwie passt. Man kann das irgendwo mal einstreuen, so als aber was willst du damit machen? Es gibt 5 Minuten Musik, man müsste jetzt ein ganzes Set schreiben und deswegen, also wir lassen uns das offen, wir können uns schon vorstellen, da nochmal so eine 80er-Session oder irgendwas zu machen, aber das war jetzt schon 4 Monate Aufwand für 5 Minuten Musik, also das muss man dann... Kann man doch erst mal gut jetzt wirken lassen. Jetzt kann man es so wirken lassen und dann schauen wir mal, aber tendenziell haben wir natürlich Bock und sind schon offen, da irgendwie nochmal ein nächstes Projekt nachzufeuern, wenn alle Bock und Zeit dafür haben. Ja. Wenn es dann so ist, dann bist du wieder hier und erzählst uns wieder irgendwie, wie es ergangen ist. Also jetzt erstmal euch auch viel Spaß mit dem Clip, da gucken wir jetzt nochmal rein und blenden euch ein, wo ihr den sehen könnt, den ganzen Clip, der ist es auf jeden Fall wert. Cool, ich danke dir sehr für die Einladung, viel Spaß beim Reingucken, Leute. Super Trompeter und Hammer, oder? Was für ein Clip, oder? Habt ihr dieses Video gesehen? Mit welchem Aufwand ist das denn produziert? Und wie er erzählt hat, alles so aus Freundeskreisen, Freundschaftsdiensten und so. Und super tolles Projekt. Also da sieht man mal wieder, wie sehr manche Musiker dafür brennen, auch einfach nur Musik zu machen und nicht nur, wo kriege ich die nächsten 250 Euro Gage her, sondern ich hänge mich mal in so ein Projekt rein, auch wenn es Monate dauert, auch wenn ich von irgendwoher nach Köln reisen muss und es Aufwand für mich bedeutet, sagt man, ich bin dabei und ist dann voller Freude dabei, sieht man ja in dem Video. Und als Björn hier erzählt hat, eben ist ja auch so, der ist ja auch total begeistert, wie das so funktioniert hat. Ne? Und super, Kompliment an alle Beteiligten, das habt ihr großartig gemacht. Wir fänden es cool, wenn noch mehr käme, wissen aber natürlich, was dahinter steckt und so. Ja, klar, hat er ja gesagt, wie viele Monate Aufwand für 5 Minuten Musik und so wie bei uns, ne? Jede Folge irgendwie 4 Monate Produktion, draußen steht der U-Wagen, hör mal, das ist wie unfassbar, ne? Ja. Produktionskosten in astronomischen Höhen. Jetzt fehlt uns noch irgendwas so zum Ausklang. Ja, jetzt kommt ja so ein bisschen, ne, gerade jetzt, ne,
Draußen wird es wärmer, das Wochenende soll super werden. Hast du auch schon den Grill rausgeholt oder was? Spießen. Nö, der Grill steht noch in der Garage. Aber jetzt kommt ja so, jetzt nerven die ganzen Leute irgendwie so, oh, jetzt muss ich Barbecue machen. Ne? Und irgendwie gerade mal irgendwie jetzt über 20 Grad. Ja, klar. Aber jetzt kommt so ein bisschen irgendwie die Biergarten. Ich glaube, in Bonn ist jetzt irgendwie am Wochenende ist die große Biergarten eröffnet. Mhm. Ne? Es geht jetzt um hier, ne? Die ersten Biergarten machen auf. Und jetzt kommt, als ich hier hingefahren bin, saßen da vorne am, wie heißt der Laden? Ja, wir sitzen alle draußen. Und ein Kumpel von mir, der fährt so einen alten Buick, parkt dann da mitten am Verteilerkreis und im Kreisverkehr stellt er seinen Buick ab und dann sitzt dann da schön und trinkt ein. Ich weiß auch nicht. Es gibt Leute, die sind erstaunlich. Also der ist zum Beispiel von Köln-Mühlheim, das ist hier so 12 Kilometer entfernt, deutlich nach mir losgefahren. Ich komme hier an. Da steht schon sein Buick auf dem Kreisverkehr und er sitzt schon im Lokal. Ja, mit so einer Karre hast du so einen Freifahrschein. Weißt du, dann tust du den Arm raus und dann kannst du einfach überall herfahren. Das ist egal, weil alle gucken. Genau. Da kommt der große und dann kannst Buick du überall durch. Ja. Okay. Also, wir brauchen jetzt was Schönes, was zu dieser ganzen Stimmung passt, nämlich Straßencafés, Biergärten, Sommer. Richtig. Und da ist uns die Rieke Katz ins Haus geflogen. Sozusagen. Und was ich eben gesehen habe, heute, also an dem Tag, wo wir jetzt diese Aufzeichnung machen, ist quasi die Platte rausgekommen. Habe ich eben noch irgendwo bei Facebook gesehen. Also das ist jetzt quasi die Punktlandung. Heute rausgekommen. Ja, also wenn die Sendung jetzt kommt, sind wir nochmal 2 Tage weiter. Ist die Platte schon ein halbes Jahr draußen? Na, ganz so schlimm. Wir sind ja schneller geworden. Also dank Georg, der schneidet ja hier am Fließband. Weltmeister, ne? Ja. Und da sind ein paar Coversongs drauf, ein paar Originale. Es gibt eine Schar von bekannteren Gästen. Jonas Wall ist dabei, ein Saxophonist. Es sind sowieso einige aus dem nordischen Kreisen. Es ist dabei Joe Kraus, den wir alle kennen und mögen. Er spielt Flügelhorn auf einer Nummer. Andy Pfeiler, ein Gitarrist, der mit dabei ist. Und dann gibt es ihre Band, die gesetzte Band, und wir würden gerne zum Ausklang, weil es sehr originell und sehr cool gemacht ist, einen Song spielen von Stefanie Germanotta, die ihr alle kennt unter dem Namen Lady Gaga, und der Song heißt Pokerface. Richtig, das machen wir mal zum Ausklang, oder? Das machen wir zum Ausklang, würden uns jetzt dann schon mal wieder verabschieden und das Bier ist auch fast noch nicht ganz. Ja, dann trinken wir das Bier noch aus, während wir ein bisschen hier Rieke, coole Platte für den Sommer anfangen. Absolut. Und ganz was anderes, als wir bisher heute im Programm hatten. Viel Spaß mit Rieke Katz und bis zum nächsten Mal. Texas, please fold them, let me hit me, raise it, baby, stay with me. Like an intuition, play the cards with spades to start. After he's been hooked, I play the one that's on his heart. Oh, 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 I'll get him hot, show him what I've got. Oh, 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 I'll get him hot, show him what I've got. Can't read my, can't read my, no he can't read my poker face. Can't read my, can't read my, no he can't read my poker face. Papa poker face, papa 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 poker face.